Eine Wahl als Traumatherapie. Er hat jetzt ein Ziel. Das Comeback der Freien Demokraten im Freistaat. Martin Hagen, 37, Spitzenkandidat der FDP. Vor 5 Jahren kam es knüppeldick für die Liberalen. Gerade mal 3,3%. Martin Hagen damals mit traurig. Ich bin natürlich enttäuscht, aber aufstehen, Krone richten, weiterkämpfen. Geboren in Italien, aufgewachsen in Rosenheim. Hagen studiert Politikwissenschaften, arbeitet lang als Unternehmensberater und als Pressesprecher für die FDP-Fraktion in Berlin. Ein Marketingprofi mit markigen Sprüchen. Wir wollen unser Land, und das ist mittlerweile Konsens, nicht mehr dieser selbstherrlichen Alleinregierung überlassen. Die FDP will Highspeed-Internet überall. Und das digitale Klassenzimmer. Hagens persönliches Anliegen ist die Generationengerechtigkeit. Mehr Chancen für Junge. Chancen fürs FDP-Comeback hat Hagen. Aber was dann? Will er auch lieber nicht regieren, als falsch zu regieren? Und das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen, Martin Hagen, hier im ZDF-Morgenmagazin auf dem Nockherberg. Guten Morgen. Ja, lieber nicht regieren als falsch zu regieren, hat Ihr Parteichef Lindner gesagt, als die Gespräche zur Jamaika-Koalition in Berlin geplatzt sind. Er hat sie platzen lassen. Ist das auch von der FDP, diese Unverlässlichkeit von der FDP in Bayern zu erwarten? Die Verlässlichkeit ist von der FDP auch in Bayern aber zu erwarten. Und diese Unverlässlichkeit? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Also es verlässlich, in den Koalitionsverhandlungen war es schwierig. Wir waren in Sondierungen, nicht in Verhandlungen. In der Sondierung guckt man, was geht. Und wenn es geht, macht man es, wenn nicht, nicht. Wir sind verlässlich, was wir vor der Wahl versprechen, gilt auch nach der Wahl. Und das werden wir auch in Bayern so machen. Es könnte ja sein, dass die Frage aufkommt, gehen Sie in eine Koalition mit der CSU? CSU, vielleicht mit den Freien Wählern. Sie haben die CSUler als Scharfmacher, Geisterfahrer und breitbeinige Alpha-Männchen bezeichnet. Warum fällt Ihre Kritik so vernichtend aus über eine Partei, mit der Sie vielleicht koalieren möchten? Es ist, glaube ich, der Eindruck, den viele Bürger von der CSU momentan teilen. Das ist ja auch ein Grund für die momentane Umfragelage. Ich gehe davon aus, dass die CSU nach der Wahl eine andere Partei sein wird. Es wird Konsequenzen geben aus dem zu erwartenden Wahldebakel, und dann werden auch die vernünftigen Kräfte wieder mehr an Einfluss gewinnen. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Herr Hagen, wir wollen uns jetzt noch mal angucken, wie dieser Wahlkampf gelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten. Ein ganz besonderer Wahlkampf, denn es ist eine ganz besondere Wahl. Möglicherweise ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis für die CSU, möglicherweise 6, 7 Parteien im Bayerischen Landtag. Und das Thema Heimat, wie Conny Herrmann berichtet, war das ganz große Thema im Wahlkampf. Bayern traditionell anders, so sieht sich der Freistaat gerne selbst. In diesem Wahlkampf ist zwar vieles anders, aber alles andere als traditionell. In Bayerns Bierzelten ist die Welt für die CSU und Ministerpräsident Söder zwar noch immer in Ordnung. Wir wollen, dass Bayern auch in der Zukunft stark und stabil bleibt. Und doch treibt die christsoziale Politik die Menschen im Freistaat immer wieder auf die Barrikaden. Sei es das neue Polizeiaufgabengesetz, sei es Söders Kreuzerlass für Dienstgebäude oder Seehofers Zitat von der Migrationsfrage als Mutter aller politischen Probleme. Die CSU, die sich traditionell heimatverbunden gibt, verliert an heimischem Terrain und muss abgeben. Wow, hallo Niederbayern! Die bayerischen Grünen beweisen, auch sie können Heimat. Initiativen wie gegen den Flächenfraß auf dem Land kommen an, auch bei Konservativen. Bezahlbarer Wohnraum, kostenfreie Kitas. Die bayerische SPD kann sich dagegen nicht durchsetzen mit ihren Themen, verliert massiv an Zustimmung, hadert mit der Großen Koalition und der eigenen Partei. Siehe Causa Maaßen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben unterschiedliche Ansichten. Die Querelen in der GroKo haben Bayerns Wahlkampf lange dominiert, zulasten von Bayerns SPD und CSU. Aufsteiger in dieser Gemengelage ist die AfD. Eine Partei ohne Tradition, aber mit Angstthemen wie Überfremdung. Ein Rezept, das offensichtlich aufgeht, selbst im scheinbar saturierten Bayern. Am Sonntag wird gewählt im Freistaat. Es gibt neue Absteiger und neue Aufsteiger. 6 oder 7 Parteien im Landtag. Es wird ganz bestimmt anders. Es wird ganz bestimmt anders. Martin Hagen, der Spitzenkandidat der FDP, immer noch bei uns. Die Bayern sehen ja die Flüchtlingspolitik als das wichtigste Thema, das sagen die Umfragen. CSU-Chef Seehofer ist dann noch rhetorisch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Sehen Sie das in Bayern auch so? Migration ist etwas, das unser Land prägt.
In meiner Familie gibt es selber viel Migrationshintergrund. Ich bin in Italien geboren, meine Frau in Sri Lanka, mein Hund aus Zypern. Also ich glaube, Migration kann was ganz Wunderbares sein, aber man muss es ordnen, man muss es steuern. Wir müssen dieses Chaos in der Asylpolitik in den Griff kriegen, aber ohne Ressentiments zu schüren, wie das die CSU immer wieder tut. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind in Italien geboren, aber in Rosenheim aufgewachsen. Das heißt, Heimat ist für Sie auch ein persönlich interessantes Thema. Wie ist das in Ihrer Partei? Wo setzt denn die FDP beim Thema Heimat an? Heimat ist ja etwas Individuelles, für jeden ist Heimat was anderes. Bei mir ist es Feldkirchen-Westheim, wo ich aufgewachsen bin, im Landkreis Rosenheim. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute da, wo sie sich wohlfühlen, auch gut leben können. Also, dass sie dort eine Infrastruktur haben mit Kitas, mit ärztlicher Versorgung, mit Pflege, auch mit schnellem Internet. Und dafür wollen wir sorgen. Nun ist es ja so, dass Bayern schon geteilt ist auch in die ländlichen Bereiche und die Städte. Die FDP setzt sehr auf Highspeed-Internet, Chancen für Junge, sehr auf Wirtschaft auch. Ist denn die FDP nur eine Partei für die Jungen und für die Städter? Nein, gar nicht. Man sieht auch, dass die FDP von allen Altersgruppen gewählt wird und natürlich auch in Stadt und Land. Aber wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Also in den Städten sind es die explodierenden Mieten, die wir dringend in den Griff kriegen müssen. Wir sagen, wir müssen mehr bauen, höher bauen, neue Baugebiete ausweisen. Und auf dem Land sind es eben andere Probleme und das braucht individuelle Lösungen. Thema Wohnen, das haben aber im Prinzip alle anderen Parteien auch auf dem Zettel. Was bekommt man denn bei der FDP, was man bei den anderen nicht bekommt? Sie bekommen beispielsweise ein liberales Ladenschlussgesetz. Bayern ist ja neben dem Saarland das einzige Bundesland, in dem noch die Ladenöffnungszeiten aus dem letzten Jahrtausend gelten. Also nach 20 Uhr kann man bei uns nicht einkaufen. Das führt dann dazu, dass beispielsweise bei den Supermärkten in den Bahnhöfen die Leute Schlange stehen abends, weil es eben diesen Bedarf gibt. Und das wollen wir ändern. Da wollen wir Bayern ein Stück frischer machen. Nochmal zur Koalitionsfrage. Also das stellt sich ja dann womöglich. Sie sind jetzt bei 5,5% in den Umfragen. Das sind nur Umfragen. Das ist noch kein Wahlergebnis. Das müssen wir auch immer dazu sagen. Aber wenn Sie in den Landtag kommen und wenn Sie vor der Frage stehen, Koalition mit der CSU, mit den Freien Wählern vielleicht noch. Wie ist da Ihre Position? Ja, wir haben ja viele tolle Ideen für Bayern, die wollen wir umsetzen. Und das geht immer am besten in einer Regierung. Deswegen haben wir einen ganz klaren Gestaltungsanspruch. Also wir werden uns nicht verweigern, wenn es auch um die Bildung einer neuen Regierung geht. Das sagt Martin Hagen, der Spitzenkandidat der FDP, hier live auf dem Nockherberg. Und in einer halben Stunde melden wir uns wieder aus München und geben erstmal zurück nach Berlin.